Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder zwei Telefonate. Zwei Telefonate, die, naja, kurioser nicht hätten laufen können. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung, wie es nicht am Telefon laufen sollte. Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Lukas Beck. Bin ich mit Lilly Lips verbunden? Ist das Apparat? Hallo? Ist am Apparat. Ich grüße Sie. Sie sind der Herr Lips? Lilly Lips, ja. Okay, grüß Gott. Und zwar... Wenn ich ihn sehe? Bitte? Ich sagte, wenn ich ihn sehe. Verstehe. Ich bin der Finanzberater von Bitcoin-Billionär-Firma. Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht. Können Sie sich auch erinnern? Nein. Okay. Das ist kein Problem. Okay, das geht es um Online-Trading. Haben Sie davon schon Erfahrung? Wissen Sie, was Online-Trading bedeutet? Nein. Wissen Sie nicht? Haben Sie nie davon gehört? Da. Okay, und ist Lilly da? Ich bin noch am Apparat. Okay, Sie sind eine Frau oder ein Mann? So was fragt man doch nicht, Sie Rüpel. Weil ich kann Ihre Stimme nicht erkennen, Sie sind so weit weg. Ja, ich bin am Telefon. Ja, aber die Stimme, die kommen schon so seit weit weg und deswegen kann ich nicht richtig erkennen. Ja, vielleicht machen Sie mal die laute Musik da im Hintergrund aus, dann könnten Sie auch besser am Telefon hören. Das kann auch sein, vielleicht. Okay, und Sie können also, Sie haben gesagt, Sie können bei der Anmeldung nicht erinnern, dass Sie schon dieses Konto erstellt haben. Bei uns können Sie sich nicht erinnern, ne? Das habe ich nicht gesagt. Können Sie sich erinnern? An was denn? An Bitcoin, Billionärfirma, ja. An die Anmeldung. Ja. Können Sie sich erinnern? Okay, ja, Sie müssen dann die Konto aktivieren, deswegen rufe ich Sie an. Haben Sie da einen Computer? Ja. Machen Sie den Computer an. Okay, kleinen Moment, ich schalte den Computer ein. Super. Sagen Sie mir dann Bescheid, nachdem Sie angeschaltet haben, ja? Ja. Ich habe ihn eingeschaltet. Okay, super. Was verwenden Sie an dem Computer? TeamViewer oder AnyDesk? Die Microsoft. Bitte? Microsoft. Okay. Gehen Sie ganz kurz beim Google. Was? Und jetzt suchen Sie beim Google. Sind Sie da? Nee. Öffnen Sie Google dann. Ja, der Computer fährt ja noch hoch. Okay. Hallo? Ja, ich bin da. Ja, Sie haben nichts mehr gesagt. Sind Sie jetzt beim Google? Nein. Was nennt Sie Google? Ja, dazu muss der PC ja erstmal fertig hochgefahren sein. Okay, dann warten wir noch ein bisschen, ja? Ja. Was soll ich denn da genau machen? Ich sag's dir. Und wann? Nachdem Sie die Google geöffnet haben. Wie kann man denn Google öffnen? Sie sind lustig, ja? Wie bitte? Sie sind lustig. Nee. So, jetzt muss ich mich noch bei Microsoft einloggen. Bitte? Jetzt muss ich mich noch bei Microsoft einloggen. Okay, machen Sie. Ja. Ich bin drin. Was? Ich bin drin. Beim Google? Nee, in Microsoft. Okay, schreiben Sie dort jetzt. Wo denn? Bei Microsoft. Sie meinen den Internet Explorer? Ja. Ja, habe ich geöffnet. Wie alt sind Sie, wenn ich mal fragen darf?
29. Wie alt? 29. 23. Nein. 29. Haben Sie Google geöffnet? Nein, den Internet Explorer. Sie haben kein Internet? Doch. Aber was passiert jetzt? Ich hab den Internet Explorer aufgemacht. Okay. Und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Und jetzt? Was muss ich nur machen? Log mal, geh mal beim Google jetzt. Also auf die Webseite Google. Ja. Okay, ja. Dann mache ich hier mal eben auf. Ja, ist geladen. Hallo? Hallo? Schnuckel? Wo bist du jetzt? Also wenn du mit mir nicht sprechen möchtest, dann melde ich das Gespräch auf. Ja, hallo, ich kann Sie wieder hören. Ja, wie kann ich denn jetzt behilflich sein? Ich habe jetzt den Internet Explorer auf und Google auch. Hallo? Ja? Oh, Frau Lilia, wie geht es dir, meine Liebe? Lilly Lips ist mein Name. Wie ist dein Name? Lilly Lips. Ja, Lips. Also schöne Lips, oder? Ja, ich bin das Schmuckstück der Nation. Wie? Ich bin das Schmuckstück der Nation. Oh, das ist doch wunderbar. Ja. Wie alt bist du? 29. 3? 29. 29? Ja. So, würdest du 79 sagen, oder? Nein. Was magst du gerade? Magst du Sex oder was? Hä? Was? Was magst du gerade, Mann? Magst du Sex oder was? Ich telefoniere mit dir. Wie? Ich telefoniere mit dir. Mit mir? Ja. Aber was magst du gerade? Magst du Sex oder was? Nein, jetzt gerade telefoniere ich mit dir und leg die Socken zusammen. Aber Sie können die beiden Sachen gleichzeitig machen. Sie können eben Sex machen und mit mir auch telefonieren. Ach so. Ja. Wieso denn, was machst du? Machst du die beiden sagen gleichzeitig Sex und telefonieren? Nee, ich telefoniere und leg gerade die Socken zusammen. Bitte? Ich telefoniere und leg Säckchen zusammen. Leg was? Säckchen. Okay, wo ist dein Finger? Wo befindet sich dein Finger? In einer Socke. Wo? In einem Säckchen. Oh. Hörst du mich? Ja. Was ist mit deiner Stimme? Was soll damit sein, Stuckel? Wieso denn? Was ist mit dem los? Mit deinem Finger? Was soll damit sein? Okay. Ja. So, was ist mit deiner Stimme? Warum hast du... was ist das? Ich rede noch nur ganz normal. Was? Was muss ich denn jetzt auf Google machen? Auf Google? Ja. Ein Internet schreiben. Was? A wie Emily. Ja. A wie Emily. T ja. Wie Theodor. Ja. Und nun? Und nun? Ich habe eine Frage. Ja. Wenn du richtig beantwortest, gebe ich dir 250 Euro Gutschein für uns. Okay? Ja. Warum? Warum geht
ein chinesischer Mann mit Radfahren ins Kino. Mit Fahrrad ins Kino. Warum geht ein chinesischer Mann mit Radfahren ins Kino? Warum geht er? Weiß ich doch nicht. Sie wissen das nicht? Nein. Ein Film zu sehen. Wieso? Weißt du das oder nicht? Nee. Okay, ich habe eine andere Frage. Warte. Warte, ich muss eine gute Frage für dich finden, oder? Ja. Nice. Wie ist es besser? Denn... Wie ist es besser? Den Kopf im Fluss? Den Kopf im Fluss oder den Schwanz im Arsch? Hallo? Weiß ich doch nicht, was dir besser gefällt. Tja, und damit hat sich dann das Gespräch von selbst erledigt. Keine Ahnung, was der uns mitteilen wollte oder was der, ja, weiß ich nicht, überhaupt dafür Störungen in seinem Callcenter hatte. Eins ist allerdings sicher. Irgendwie müssen die Betrüger ein sexuelles Problem haben. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, eins ist noch sicher. Alleine bescheißen können sie wohl auch nicht, weil irgendwie sitzen die immer zu zweit am Telefon. Naja, auf jeden Fall scheinen wir denen ja den Nachmittag gerettet zu haben und zur Belustigung, in dem Callcenter dabei getragen haben. Ich weiß es nicht. Aber schon Wahnsinn, wie die da in diesen Callcentern eigentlich arbeiten und über was die sich so alles lustig machen. Ich denke mal, jeder seriöse Bankberater hätte hier einfach das Gespräch beendet, wenn er merkt, er wird hier komplett eigentlich vereiert und da läuft irgendwas aus dem Ruder. Ja, oder weiß ich nicht. Und ganz zum Schluss haben sie sich ja dann auch wieder, wie immer, irgendwie dann doch selbst verraten und auch nicht verabschiedet. Das kennt man ja von den Betrügern. Naja, ich habe euch noch ein verrücktes Telefonat mitgebracht. Hallo? Hallo? Ich möchte wissen, dass Sie rufen, Sie sehr gerne Ihre Anmeldung auf unserer Webseite, ja? Ja. Sie haben die Informationen über Kryptowährungen angefordert, richtig? Was denn? Okay, und ich bin Ihr Beraterin und ich werde alles erklären und alles erzählen, okay? Okay, dann bin ich mal gespannt. Dann auf los geht's, los. Okay. Jo. Aber endlich wollte ich gerne wissen, ob Sie eine Erfahrung in diesem Bereich haben. Nee. Nein, das wird Ihr erstes Mal sein, ja? Jo. Okay, in diesem Fall werde ich alles von den Anfang erzählen und Sie werden verstehen, was unser Unternehmen macht, okay? Dann bin ich schon mal gespannt. Okay, sehr gut. Erstlich muss ich Ihnen das erklären, dass, wie Sie wissen, Kryptowährung ist digitales Zahlungsmittel, ja? Aha, also kein, also hier nix mit Murmeln. Bitte? Okay. Können Sie bitte wiederholen? Was denn? Was haben Sie gesagt? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Okay. Kann ich fortfahren, ja? Ja, Sie können jetzt fortfahren. Okay. Dann mit Kryptowährung kann man etwas so wie kaufen, so wie verkaufen. Zunächst, unsere Firma gibt Ihnen die Möglichkeit, ein gutes und stabiles Einkommen mit Kryptowährung zu erzielen, ja? Zum Beispiel, Kryptowährung kann instabil sein, aber wenn man alles richtig analysiert, kann man ein gutes Gewinn bekommen, ja? Hören Sie mich? Deutlich und laut. Okay. Und zum Beispiel haben Sie keine Erfahrung, ja? Und Sie werden eine professionelle Hilfe von unserer Seite bekommen. Zum Beispiel, Sie werden einen Finanzberater bekommen, der wird alle Zeit Ihnen informieren, Ihnen helfen, wie es alles funktioniert. Aha. Na dann, auf los geht's los. Okay. Und Sie werden diesen Expert bekommen, er wird Ihnen lehren, für Sie alle Analysierungen machen und dann werden Sie verstehen, was sollen Sie kaufen und verkaufen. Aha. Okay, sehr gut. Und meine Arbeit ist hier, Ihnen helfen, ein Konto für Ihre Investitionen zu erstellen und dort Ihre erste Betrag zu schicken, okay? Hallo? Hallo. Okay, haben Sie alles verstanden, ja? Nee, nicht so richtig. Das war sehr undeutlich. Undeutlich? Ja, Sie haben es nicht so gut erklärt.
Okay, was haben Sie nicht verstanden? Na, wie war das jetzt hier nochmal mit den Allzweck-Klebestreifen? Wie bitte? Na, Sie sind doch von der Klebestreifenfirma. Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Ach so. Haben Sie zufälligerweise einen Snickers da? Mir ist eins abhanden gekommen. Okay, geben Sie mir eine Minute. Ja, auch zwei, wenn es sein muss. Hallo? Ja? So, spreche ich mit Herr Lorior, richtig, ja? Ja. So, mein Name ist Albert, ja? Wissen Sie ja, worum es geht? Warum bekommen Sie Anruf von unserer Seite? Nee, das hat die unfreundliche Dame nicht erklärt. Warum unfreundliche Dame? Weiß ich nicht, die hat ja meine Fragen nicht beantwortet und dann hat sie einfach sie da gegeben. So, Herr Steiner, Sie haben gerade eine Meldung auf unserer Bitcoin-Information-Webseite gemacht. Deswegen bekommen Sie Anruf von unserer Seite. Unsere Aufgabe ist, Ihnen helfen, Ihre erste Investition richtig und ohne Fehler aktivieren. Ja? Ach so, und warum hat es die Dame nicht so gesagt? Es war ja ganz einfach. Ja, ich werde Ihre Ansprechpartner sein und ich werde Ihnen... Ach so, ich dachte, die Dame. Ja, bitte? Also, ich dachte, die Dame. Jetzt sind Sie das, oder wie? Nein, jetzt werde ich. Ach so, So, Herr Steiner, haben Sie Fragen bis jetzt? Ja. Ja, bitte. Was denn? Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie bitte. Ach so, ich soll jetzt meine Frage fragen. Richtig. Ja, von wo kommt denn da Ihr Laden? Was? Woher kommt wer? Na, der Laden da, das... Jetzt bekommen Sie einen Anruf von Schweiz, von GF. Auch von Schweiz. Richtig. Auf der Schweizer. Richtig. Das ist schon nett. Schon lustig. Sehr schön. Haben Sie noch Fragen? Moment, ich habe hier mal meine Liste. Wo sitzt denn Ihre Firma? In Genf. Aha, wo ist denn das? Geneva, nein. Was? Geneva. Kenn ich nicht. Genf, in Schweiz. Ach gibt so. Es eine Stadt in Schweiz? Ach so. Und wo ist die Firma registriert? Hallo? Ja, wo ist was? Wo ist denn die Firma registriert? In Schweiz. Also wollen Sie Adresse haben, oder? Nö, aber in Schweiz, okay. Und wie spät ist es gerade? Gerade ist 15.05 Uhr, ja. Ach so, okay. Nun können noch wir weitermachen. Fragen? Nee. Haben Sie schon Erfahrung? Womit? Mit Kryptos, Kryptowährung. Auf dem Finanzmarkt wahrscheinlich. Ach so, nee. Aber wie macht denn ihr das da? Habt ihr da so einen Roboter oder ist das da? Ist das da? Ja. Ach so, ja. Und nach welchen Kriterien kauft und verkauft der Roboter? Richtig. Nach welchen Kriterien verkauft und kauft denn der Roboter? Nach welchen Kriterien geht denn das automatisch? Ja, wir sind ein Beratungsunternehmen. Beraten wir Ihnen, welche Kryptomünzen Sie Ihr Geld anlegen sollen, wie lange dieses Krypto auf Ihrem Konto behalten und wann verkaufen, ja? Die Krypto, was wir Ihnen beraten, handelt selbst sich, ja? Sie sollen einfach nicht jeden Tag auf Ihrem Computer sitzen, kaufen oder verkaufen, das machen Sie nicht, ja? Ja. Nach Ihrer ersten Investierung, Herr Lorioris, bekommen Sie Ihr eigenes Kontomanager oder Managerin, ja? Ein Finanzberater. Also der gehört dann mir. Nochmals bitte? Der gehört denn mir. Was gehört zu Ihnen? Na, der Berater. Das wird Ihre Berater sein? Ja. Sind die Berater da so überwiegend nett oder gibt es auch unfreundliche? Natürlich freundlich. Okay, prima. Haben Sie Fragen bis jetzt? Ja, nach welchen Kriterien arbeitet denn euer Roboter? Welche was? Nach welchen Kriterien? Kriterien. Das ist Algorithmen. Herr Lores, haben wir einfach die Algorithmen unserer Experten erstellt und deshalb mit der Algorithmen mit Mathematik. Ich höre Sie ganz, ganz schlecht. Ich habe ja nichts gesagt. Ja, wenn ich spreche, ich bekomme meine Stimme zurück. Ja, gut, gut. Ja, ist es gut. So, jetzt haben Sie Internetzugang, ja? Herr Lores, haben Sie Internetzugang? Ja, sowas besitze ich, ja. So, jetzt sollen wir ein Konto für Sie erstellen. Wissen Sie, Herr Lorioris, was für eine Applikation AnyDesk ist? Nee. Nee? Haben Sie nie darüber gehört? Nee.
So, diese Applikation hilft mir, Ihre Bildschirm zu sehen und damit werde ich Ihnen helfen, Ihr Konto richtig ohne Fehler zu erstellen, ja? Ja, aber... Schauen wir diese ja, bitte. Aber wenn Sie auf meinen Bildschirm gucken, dann, ja, ist ja gruselig. Ja, Herr Lorios, können Sie auch natürlich alles allein machen, wenn Sie so technisch freundlich sind, ja? Ja. Okay, dann soll ich die Webseite buchstabieren, wo Sie Ihre Kryptokonto erstellen sollen? Ja. Okay, schreiben Sie Davidora. Also ich muss erstmal den Computer anmachen, der ist ja noch aus. Nochmal bitte? Jetzt sind Sie nicht zu Hause. Na doch, aber nicht am Computer. Gehen Sie dann zum Computer. Ja, Moment. Okay. So, jetzt bin ich am Computer. Soll ich die Webseite buchstabieren? Na, ich muss den erstmal einschalten. Ah, okay. Warum haben Sie, Herr Lorioris, sich entschieden, auf dem Kryptomarkt zu operieren? Weiß ich nicht, ich wollte mal gucken. Einfach gucken, ja? So, ja. Bevor Sie Ihren Computer einschalten, ich möchte das erklären, dass auf dem Kryptomarkt einzusteigen, dafür Sie mindestens 250 Euro brauchen. Das haben Sie schon gelesen, ja? Ja, das ist ja total billig da bei euch. So, habe ich eine Frage. Womit werden Sie einfach Geld einzahlen? Mit Kreditkarte? Haben Sie wahrscheinlich Visa oder Mastercard, ja? Nee. Nee? Dann wie werden Sie die Einzahlungen tätigen? Was? War das eine Frage? So, wie werden Sie die Einzahlung tätigen? Mit meinen Händen und über meinen Computer. Nein, werden Sie eine Überweisung machen, werden Sie mit Ihrem Kreditkarte einzahlen, haben Sie PayPal, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Banküberweisung. Banküberweisung, sehr schön. Sagen Sie mir bitte, wenn Ihr Computer eingeschaltet wird, ja? Ja, Sie haben ja gesagt, ich soll noch warten, Sie wollen mir vorher was sagen. Wie bitte? Was sollte ich sagen? Na, Sie haben doch gesagt, ich soll warten mit dem Einschalten. Sie sagten, bevor Sie einschalten, erkläre ich Ihnen noch was. Ja, bevor Ihr Computer eingeschaltet wird, wollte ich das erklären, dass Sie für Kontoaktivierung mindestens 250 Euro brauchen, ja? Aber jetzt können Sie Ihre Computer einschalten. Ach so, Moment, ich mach mal an. Alles gut. Herr Lorioris, wie ist Ihr Nachname? Na, das steht doch da, haben Sie doch vorhin gesagt. Nein, nicht Ihrer Nachname habe ich nie gesagt. Doch, ja, können Sie haben Ihren Sie Nachname gesagt? Sagen? Haben Sie gesagt. Ihr Nachname ist Lorioris. Nee, das ist mein Vorname. Ja, und wie ist Ihr Nachname? Na, das haben Sie doch vorhin selbst gesagt, Herr Steiner. Herr Steiner sind. Richtig. Okay. Haben Sie Ihre Computer eingeschaltet? Da habe ich das Knöpfchen bereits betätigt, ja. Sehr gut. Öffnen Sie irgendwelches Browser. Was? Öffnen Sie Browser auf Ihrem Computer. Ja, dazu muss der ja fertig hochgefahren sein. Okay, sagen Sie mir bitte dann. Ja. Welche Computer haben Sie? Ist das Windows? Wie meinen Sie das? So, Ihr Computer ist Windows oder iOS? Nee. Nee, an? So, es ist Windows oder Apple Computer? Nee. Ist es Apple Computer? Nein. Nein. Ist es Windows Computer? Nein. Nein. Welcher Computer ist es? Ein Debian. Nochmal? Ein Debian. Debian Computer. Debian Computer, das habe ich einfach nie gehört. Das ist Linux. Ja. Linux, richtig. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Hellseher. Nochmal? Hellseher. Hellseher, ja? Ja. Ihr Computer ist noch nicht eingeschaltet. Und doch, macht aber ein Update. Ah, okay. Ja, und das Update abzuwarten, da hat der Betrüger dann wohl keine Lust mehr gehabt und das Gespräch beendet. Tja, wahnsinniger hätte das wohl, glaube ich, wieder nicht laufen können.
geht die ganze Zeit nur um die Kohle, man wird einfach weitergereicht. Ja, und überfordert sind sie trotzdem alle. Tja, und das sind die netten Mitbürger, die uns anrufen, um Kohle von uns zu nehmen und keine Leistung zu liefern. Tja, die Leistung, die liefern sie ja nicht mal beim Betrug, also während des Betrugs. Gibt man sich ja auch keine Mühe. Naja, umso besser. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Teilt sehr gerne die Inhalte mit allen euren Bekannten. Wer möchte, kann auch gerne ein bisschen was dazu schreiben in den Kommentaren. Dafür sind die Dinger da. Ja, und ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit jede Menge weitere wahnsinnige Telefongespräche, die wir hier schon auf dem Kanal fabriziert haben. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.